Wir beten. Gott, Quelle vom Leben, heute ist der Tag, den du gemacht hast. Der Tag, wo Jesus nicht mehr unter den Toten ist, weil du ihn auferweckt hast. Heute ist dein Tag. Gott, Licht von unserem Leben, heute ist der Tag, wo das Licht der Schöpfung über die Finstere vor Nacht gewonnen hat. Es ist der Tag, wo der Tod im leeren Grab vor Jerusalem zurückgeblieben ist. Gott, Quelle vom Leben, begleite uns in deinen Tag. Amen. Ostern, das ist Licht in der Dunkelheit. Ostern bringt uns nach dem Karfreitag, nach dem Tohuwabohu, nach dieser Wüste und leeren Klarheit. Ostern, das ist ein schöpferischer Neuanfang, wie dann, ganz am Anfang. Ich lese aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Kapitel. Das Wort von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und also rief Gott durch sein allmächtiges Wort alles, was da ist, ins Leben. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Festland, Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen und Tiere. Und Gott sprach:
Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Wild des Feldes und über alles Kriechende, das sich auf Erden regt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Sei fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, an. Und siehe, es war sehr gut. Gott, groß bist du, mein Gott. O wunderbar sind deine Werke. Und du traust uns. Du traust uns zu, deine Liebe weiterzugeben. Gott, groß bist du, mein Gott. Du bleibst Frage und Antwort. Du tust fordern und herausfordern. Du bist mein Gott. Gestern, heute, morgen. Amen. Ostern, das ist Erlösung aus der Enge, aus der Gefangenschaft und gibt eine Zukunftsperspektive. Wie dann, wo Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit hat. Das Wort von der Befreiung. Bei Nacht waren die Israeliten in aller Eile ausgezogen. Der Pharao aber jagte ihnen nach mit Rossen und Streitwagen. So standen sie nun am Meer, vor sich das Wasser und hinter sich den Feind. Und die Israeliten schrien zum Herrn und sprachen zu Mose: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest?
damit wir in der Wüste sterben? Aber Mose sprach: Fürchtet euch nicht, haltet stand, so werdet ihr sehen, wie der Herr euch heute helfen wird. Denn so, wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur stille. Und Mose reckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr trieb das Meer während der ganzen Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken, und die Wasser spalteten sich. So gingen die Israeliten mitten im Meere auf dem Trockenen, während die Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer standen. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Meer hinein. Da reckte Mose die Hand aus über das Meer, und beim Anbruch des Morgens strömte das Meer in sein Bett zurück, und die Wasser bedeckten die Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt war, so dass nicht einer von ihnen am Leben blieb. Da nahm die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, die Trommel in ihre Hand, und alle Frauen zogen hinter ihr hinaus mit Trommeln und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen vor: Singt dem Herrn, denn hoch hat er sich erhoben, Pferd und Reiter hat er ins Meer geschleudert. Gott, der Weg ist frei. Die Spannung löst sich langsam auf. Schritt für Schritt begleitest du uns ins neue Land. Gott, der Mut ist jetzt genug gross und wir wagen es. Und im Laufen wächst uns der Boden entgegen und das Vertrauen ins Leben trägt uns. Amen. Thank you.
Ostern, das ist neues Leben, pulsierende Hoffnung, heute und morgen. Ähnlich wie ihre Vision vom Prophet Ezechiel. Das Wort von der Erneuerung. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder inmitten der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können wohl diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich aber antwortete: O Herr, mein Gott, du weißt es. Nun sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr dürren Gebeine, höret das Wort des Herrn. Siehe, ich bringe Lebensodem in euch, damit ihr wieder lebendig werdet, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, siehe, da entstand ein Rauschen und die Gebeine rückten eins ans andere. Odem war aber noch nicht in ihnen. Da sprach er zu mir: Menschenkind, weissage und sprich zum Geiste, so spricht Gott der Herr: Geist, komme von den vier Winden und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf die Füße, ein überaus großes Heer. Dann sprach er zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Ich werde meinen Odem in euch legen, dass ihr wieder lebendig werdet, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott, dein Schnuf macht lebendig. Gestern, heute, morgen. Wir bitten dich, lass uns deinen Schnuf spüren, sodass wir keine Angst vor dem Tod haben. Amen. Christ will unser Trost sein. Das haben wir jetzt gerade gehört. Und mit dieser Zusage von Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mit dieser Zusage, die wir bei unserer Taufe haben zugesprochen bekommen, können wir getrost durchs Leben gehen. Und gleich gibt es Momente in unserem Leben, da haben wir Angst. Angst vor dem Ungewissen und Ungewohnten.
So wollen wir uns heute an diesem Morgen an Ostern an unsere Taufe erinnern und uns die Zusage von Gott vergegenwärtigen. Wir sind mit Wasser getauft. Alles, was uns Angst macht und uns Zuversicht nimmt, hat Gott bei der Taufe mit dem Wasser abgewaschen, so dass wir mutig und voll Hoffnung durchs Leben gehen können. Wir sind mit Wasser getauft. Und darum lasse ich euch ein, heute eure Augen bewusst auszuwaschen. Mit dem Wasser können wir uns heute, hier und jetzt symbolisch die Augen waschen. Damit ist auch die Bitte an Gott verbunden, unsere Augen aufzutun, so dass wir sein Licht sehen. Draussen wie auch in uns innen. Du Licht des Morgens, Halleluja! Du Anfang und Ende, Halleluja! Du Anfang und Ende der Zeit! Wir beenden die Osterfeier mit Singen und dem Segen. Die Sehnsucht nach Gott und der Schutz von Gott soll euch begleiten. Du Stern des Abends, Halleluja. Du Trost in der Dunkelheit, Halleluja. Du Gott segne dich und behüte dich. Gottes Antlitz hülle dich in Licht und es sei dir zugeneigt. Gottes Antlitz wende sich dir zu und es schenke dir heilsame Ruhe. Amen.